Willkommen zurück zu Burial at Sea Episode 1. Wir sind hier immer noch gerade dabei, einen Weg zur Tram zu finden, wofür wir ja immer noch das Väterchen Frostplasmid benötigen, aber das ist ja irgendwo versteckt, wo wir eigentlich ja nur hin können, wenn wir erst das Schock-Jockey-Plasmid haben. Das haben wir uns ja im letzten Part jetzt endlich besorgt, also kann ich ja jetzt ohne Probleme dieses kurzgeschlossene Schloss hier knacken. So, also machen wir das Ding auf und schon geht es weiter hier. Ja, da kann ich den Knopf drücken, um mit dem Fahrstuhl hochzufahren. Aber ich wollte mich ja erstmal hier nochmal in Ruhe umgucken. In der Hoffnung, dass ich hier noch Lockpicks möglicherweise finde. Und ja, schon wieder zwischenladen. Das hatte ich ja im letzten Part auch schon mal. Also echt. Das ist einfach nur ätzend. Ich meine, so hastig bewege ich mich hier doch gar nicht. Da kann er das Laden eigentlich auch mal so zwischendurch eigentlich... Ja, ach, was weiß ich. Einfach mal so zwischendurch mal eigentlich halt den gesamten Texturaufbau hier mal hier vornehmen. Aber nö. Ja, okay, Plasmidfallen sind extrem wirkungsvoll. Ja, halte gedrückt und dann, ja, geht's weiter hiermit. Ja, wie auch immer. Ich guck mal erst mal ein bisschen rum. Also, ich weiß ja nicht, ob ich wirklich schon überall war. Hier zum Beispiel die Tasche ist nix. Sardinen. Und hier eine Tasche mit ein bisschen Geld. Na gut, es kann sein, dass ich hier noch nicht so genau drin war, aber ob ich jetzt wirklich hier Glück habe und ein Lockpick finde? Ja. Bin ich ja mal gespannt. Erstmal hier schauen. Ah, warte mal, hier geht's weiter. Ja, hier bin ich ja stecken geblieben. Alles klar, dann. Ich kann hier wirklich echt da nichts machen. Bin ich eigentlich hier gewesen? Ja, sieht eigentlich ganz danach aus. Oder? Nein, vielleicht doch nicht. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Nee, hier war ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht. Also, ich habe hier die Leiche noch nicht untersucht. Und was sagt man dazu? Da haben wir schon mal einen Lockpick gefunden. So, dann erst erstmal hier schnell drüber. Und was haben wir hier? Eine Tasche mit nichts drin. Eine Thermosflasche mit Kaffee oder so wahrscheinlich. Und... verdammt. Ich wollte eigentlich Beherrschung haben. So, kann ich mich ja jetzt erstmal hier vorbeischleichen. Das kann sein, dass ich tatsächlich hier noch gar nicht war. Zumindest sieht es nicht unbedingt gerade danach aus. Obwohl, nee, hier im Schuhgeschäft war ich schon. Hier im Schuhgeschäft war ich. Aber hier, die Leiche kann ich nochmal durchsuchen. Die hat Soda. Bringt mir ein bisschen Eve ein und der hat nichts. Und ah, hier! Lockpick. Ja, jetzt habe ich 3 Stück. Jetzt ist natürlich ja die Frage, knacke ich jetzt den Safe im 3. Stock oder mache ich jetzt erst die Tür auf die ich hier hatte? Oh, fuck! Scheiße! Scheiße, 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 scheiße! Okay, das war keine gute Idee. Na gut. Von hier aus brauche ich mir jetzt keine Sorgen mehr zu machen. Und, genau. Das war hier, glaube ich. Ich mache erst die Tür auf. So, mach mal auf. Vielleicht habe ich ja Glück und da sind ja wieder weitere. Erstmal hier ein Halsband. Ah, interessant. Wenigstens erstmal Geld. Und hier wieder ein Audiotagebuch von Moses Leidecker. In a goddamn bottle, hoping one will get through and someone will save me. If you get this, send help. I'm holed up in the shoe storeroom. The code's 0928. Warte mal, ich habe da eben gerade Zahlen gehört. Das könnte mir weiterhelfen. Ich erinnere mich nämlich noch daran, es war ja sogar im 1. Stock irgendwo. Da war nämlich eine Tür, die durch ein Zahlenschloss verriegelt wurde. Deswegen gucken wir mal kurz hier nach. Wo sind die Tagebücher? Hier. 0928. Alles klar. Den haben wir also jetzt dabei. Und hier sehe ich sogar eine Infusionflasche. Dass ich die vorhin übersehen habe? Na gut. Da werde ich weiter mal auf Gesundheit setzen. Und so. Klappe, Braut. So, da kommt noch eine andere. Und die kriegt auch erstmal auf die Fresse.
Oder auch nicht. Und hier erstmal. Oh, fuck. So, und erwischt. Oh je, oh je, oh je. Wäre man nicht verkehrt, wenn ich wieder mal ein bisschen Heilung bekommen würde. Mensch, das war aber jetzt auch wirklich hier voll der Überraschungsangriff. So, hier kann ich erstmal wieder Eve mitnehmen. Alles klar. Gut, dann bin ich jetzt hier erstmal soweit fertig. Ich kriege, denke ich mal, oh, hier kann ich auch aufmachen. Probier's mal. It's done. Fertig, okay. War ich hier noch gar nicht? Doch. Ich war hier, aber wieso war das Schloss hier eben wieder verriegelt? Okay, der rennt weg. Schön. Alles klar, die sind weg. Alles klar. So, hier noch etwas? Nein, sonst weiter nichts. Und ja, hier war ich ja schon. Na gut, ich gehe dann jetzt erstmal runter wieder in den ersten Stock und werde da erstmal wieder diese Tür finden. So, dafür muss ich ja einfach hier runter. Naja, nicht unbedingt hier runter. Ist klar. Gehe ich einfach jetzt die Treppen runter einfach mal. Gehe ich jetzt erstmal genau hier den Weg lang und liegt hier noch irgendwas Interessantes? Ja, Luftschleuse umschalten. Ja, ist ja eigentlich auch sowas wie ein Ladebildschirm jetzt hier sozusagen. Also er versucht jetzt gerade hier die Textur vom nächsten Level zu laden und ich renne jetzt erstmal hier kurz weg. Okay, und die Treppen runter erstmal. So, bin ich ja mal gespannt. Wo war jetzt diese Tür? Wo war die Tür? Oh, hier liegt noch Geld rum. Also ich glaube nicht, dass das noch hier schon hier war. Oder war es jetzt doch im zweiten Stock? Ah Mann, ich und mein schlechtes Gedächtnis mal wieder. So, hier kann ich erstmal wieder Beherrschung mal nehmen, damit ich hier nicht versehentlich wieder beballert werde. Oder? Warte mal, gucken wir mal hier nochmal kurz. Ich meine, ich renne jetzt eigentlich ständig nur im Kreis, also ich weiß jetzt echt nicht, wo ich noch rumsuchen könnte. Ja, schönen Dank auch. Jetzt brauche ich auch eh nichts mehr. Mann, habe ich total vergessen, dass hier auch noch ein Geschütz stand. So ein Scheiß. Nee. Was gibt's denn das? Wo war das jetzt nochmal? Okay, hier ist auch nichts. War es doch im nächsten Stockwerk? Kann sein. Ah, Mann. Na gut, dann muss ich jetzt mal hier wieder umschalten. War es doch in dieser Etage, wie es aussieht? Oder warte mal, ich guck noch mal nach. Warte mal. Verdammte, verschicke Audio-Tagebücher und gottverdammte Flaschenpost über die Roboterleitung. Hoffe, dass eine durchkommt und mich jemand rettet. Wenn Sie dies hören, schicken Sie Hilfe. Ich halte mich im Schuhgeschäft versteckt. Der Code lautet 0928. Schuhgeschäft? Schuhgeschäft? Also, dann muss ich ja doch wieder nach oben. Hier ist ja bescheuert. Ich hatte doch hier richtig. Ja, ach so, lass mich mal hier runter. Moment. Ich bin ja schon wieder hier am Anfang. Ich wollte doch nach oben eigentlich. Genau hier. Fontaine Plasmids. Und Jackpot Village. Dann müssen wir erstmal hier lang und... Warte mal, hier ist ja vielleicht noch irgendwas, was ich mitnehmen könnte.
Könnte ich Gesundheit kaufen? Wäre eigentlich auch nicht verkehrt, aber nee. Wird schon schief gehen. It's freezing in here. Something tells me all that cold isn't just coming from the ice rink. Ja, war ich hier schon? Nee. Hä? Kapier ich jetzt nicht. Sag, wo zum Teufel? Na egal. Obwohl, es könnte ja sein, dass eigentlich das... Ja, warte mal, war das nicht so, dass Chokchoki war eigentlich ja eher für... Ja, nee, was für einen optionalen Bereich? Kann ja auch sein. Naja, wie auch immer. Wo war jetzt nochmal dieses verdammte Schuhgeschäft? Hier unten? Ja, das sieht schwer nach... Nee, das ist... der Laden für Chokchoki. Mann. Ich komme ja auch wirklich durcheinander. Ich weiß gar nicht, wo ich lang soll. Na, egal. Dann hole ich jetzt erstmal das Väterchen Frostpress Meat. Das wird ja jetzt gleich hier finden, zu finden sein. Aber erstmal hier noch ein bisschen das Zeug mitnehmen. Und, Mann! Keine Ahnung wieso, aber ich verlaufe mich hier ständig. Dabei sieht das doch gar nicht so verwirrend aus. Na gut, gehe ich erstmal hier rein. Hier werden wir unser Glück haben und da ist erstmal wieder eine Ausrüstung, die wir ja mitnehmen können. Ah ja, hier. Kann ich mit Chokchoki aufbrechen? Dann kommen wir ja hier ohne Probleme ran. Like when a guy's about to lose a limb, you know? And I can't seem to pile on enough clothes. Der scheint ja echt zufrieden, der Typ. Aber egal. An Pneumolenz und Frachthaken zu hängen, verschafft er eine Chance auf einen Winterschild und erhöht den Schaden für 5 Sekunden. Okay. Stiefel. Warte mal, Vergleich. Ich trage ja nur normale Stiefel gerade. Okay, von Himmel hoch. Einen Winterschild und erhöht den Schaden für 5 Sekunden. Na, das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Ich nehm's mal mit. Bis ich was Besseres finde. Okay, und hier geht's weiter. Da machen wir das eigentlich auch mal auf. Ich hole jetzt mir erstmal das Väterchen Frostplatz mit und dann gehe ich erst runter ins Schuhgeschäft. Old Man Winter, Rapture on Ice. Oh Mann. Dass die auch immer echt alles hier aus Eis verfrachten müssen, ist doch nicht zu fassen. Was ist das hier? Oh, ein Karabiner. Oh yeah, den habe ich ja sogar in Infinite sogar richtig geliebt. Der war ja richtig geil zu bedienen. Schönes halbautomatisches Präzisionsgewehr. Okay, und hier sind dann nichts weiter als gefrorene Schuhe und ein Lockpick. Na, das ist ja wunderbar, den nehme ich mal mit. Noch 2 weitere und dann kann ich wenigstens wieder einen Safe knacken. Alles klar, dann gehen wir doch mal ein Stückchen weiter. Warte mal, habe ich die Kassen hier durchsucht alle? Ja, die sehen durchsucht aus. Gut, dann gehe ich mal ein Stückchen weiter und ja, die Typen sehen ja echt schlimm hier aus. Also der hier auf jeden Fall ist bestimmt ein echter Mensch. Ob ich den jetzt einfach mal so zerschießen kann? Alles klar. Okay, unsere Mission, besiege den Frosty Splicer. Alles klar. Ja, den müssen wir erledigen. Und ich denke mal, da mache ich mir mal das hier zunutze. Und Luftangriff! Und wieder erstmal rauf. Das mache ich jetzt wirklich die ganze Zeit so, dass ich die jetzt hier alle hier mit Luftattentaten erledige. So, und nimm das! So, und jetzt schnell wieder auf die Pneumoline rauf und wieder Luftangriff. So, und, oh, fuck. So, am besten ich warte mal wieder, bis mein Schild sich erholt hat. Oh,
So, okay. Sind wir erstmal wieder sicher? Alles klar, den hätten wir erledigt. Also der Frosty Splicer ist jetzt anscheinend tot. Wenn ich mir jetzt richtig geguckt habe, jetzt ist aber noch der hier. Luftangriff! Und das war's. Okay, dann können wir uns ja erstmal hier noch das ganze Zeug nehmen. Irgendwer hat doch bestimmt noch irgendwas dabei. Ah, wieder, wie es aussieht, aber nicht. Okay, dann nehmen wir mal das Plasmid. Looks easy enough. Sieht einfach aus. All done. Gut, dann machen wir mal. Scheiße, ist leer. Son of a bitch drank every last bottle of Old Man Winter. I think I can help. What the? What was that? It's a new plasmid. Lets me bring in things that might exist, but don't. I'm not sure I understand. What's it called? Tear. Where'd you find that? You don't expect a girl to share all her secrets, do you, Mr. DeWitt? Ja. Soll sie mal ihr kleines Geheimnis für sich behalten? Freeze your enemies. Shatter them into a thousand pieces. Ja, entwickle ich dich heute noch weiter. Wie auch immer, wir haben Väterchen Frost und können jetzt damit geplatzten Rohre benutzen, um eine Eisbahn zu erschaffen. Aber vorher sehe ich mich natürlich noch mal ein bisschen um hier. Zum Beispiel haben wir hier erstmal noch Munition, die ich allerdings anscheinend voll habe. Ja, Tommy Gun ist voll. Okay, dann gucken wir nochmal hier in den Kassen mal nach. Vielleicht haben wir ja etwas Bares oder noch was anderes. Ja, Väterchen Frost ist eigentlich ganz schön kostspieliges Plasmid. Also ich meine, drei so eine Leisten von meiner Eve-Leiste hier ist ganz schön teuer. Mittlere Flasche Eve trinken. Na schön. Und was haben wir hier? Ah, Munition für Karabiner, das ist auch schon mal ganz gut. Und ein kleines Gesundheitskit. Und warte mal, hier kann ich noch was. Eine Leiche. Achso, die hat aber nichts. Mann, ist das halt hier, ey. Gut, ich hau jetzt am besten mal ab. Also ich denke mal, Lockpicks finde ich hier so oder so jetzt bestimmt nicht mehr auf die Schnelle. Jedenfalls nicht hier. Alles klar, gut. Dann werde ich jetzt erstmal wieder nach unten gehen. Wenn ich wüsste, wo es nach unten geht. Ja, hier lang vielleicht nur. Ja, ich denke mal, ich komme tatsächlich aus der Richtung. Oder? Nee, ach nee, warte mal. Ich muss ja, glaube ich, dafür jetzt wieder eine Etage höher. Kann das sein? Okay, ich bin verwirrt. Ich bin über alle Maßen verwirrt. Ich weiß nicht, wie ich rauskomme. Oder war es jetzt doch hier lang? Hä? Was zum... Wieso komme ich hier nicht mehr raus? Wieso sehe ich den Ausgang nicht? Ich bin blind wie eine Fledermaus. Das ist echt nicht zu fassen. Ich kann's nicht glauben. Ach, da vorne, das ist doch die Tür. Mann. Also geht doch. Ich dachte echt schon, ich komme hier gar nicht mehr weg. Okay, ich höre jemanden. Und da ist eigentlich mal eine gute Gelegenheit, mal hier das Federchen Frostplasmid mal auszuprobieren. So, und erledigt. Ja, bricht das Eis. You're a client and all, but I've gone about far enough without a few answers. My purpose here is none of your concern. Consider me a means to an end. And why do I get the feeling I'm being set up? I told you I'm in collections. An account is in arrears. My clients simply want to see matters set to right. Don't make any sense, that's all. If you don't like the arrangement, the bathysphere's back that way. Oh Mann. Echt mal, die lässt sich ja echt hier zu gar nichts überreden. Mann, Mann, Mann. Warum will sie uns hier nichts erzählen? Ich meine, klar, es ist zwar eigentlich in diesem Geschäft eigentlich ziemlich ratsam, eigentlich ja bloß keine Fragen zu stellen, aber bei solch
einem skurrilen Auftrag wäre es ja mal nicht verkehrt, ein wenig mehr zu wissen. Okay, wir müssen ja erstmal weiter runter und, oh, ja, ich sollte erstmal ein bisschen versuchen, Eve aufzutreiben. Wäre ja jedenfalls nicht verkehrt, obwohl, na, ich werde bestimmt was finden, aber zum Glück muss ich ja nicht nochmal jetzt hier wieder diesen Fahrstuhl aufschießen. Und ich gucke gerade auf die Uhr, Freunde. Ich muss leider mal wieder den Part beenden, deswegen sage ich an dieser Stelle mal Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich gehe jetzt erstmal kurz in Deckung, bevor die Splicer mich noch sehen. Also dann, Freunde, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Bioshock Infinite Burial at Sea Episode 1. Bis dann und ciao!